Hallo ihr Lieben, kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du den Wecker gehört hast? Denkst du manchmal an diesen Tag zurück? Wie lange ist das her? Ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei? Wann kam der Trigger, der dich angeschubst hat und es dir wie Schuppen von den Augen fiel? Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Es war ein Wissenschaftler in einem Interview und er stellte alle wissenschaftlichen Berechnungen in Frage. Da hob sich hinter meinem Rücken ganz langsam eine Hand und schlug mir mit einem heftigen Hieb einen Hammer auf den Kopf. Nein, ich war bis dahin kein unkritischer Mensch und habe mich für alles Mögliche interessiert. Was ich aber auf der Reise, die ich an dem Tag antrat, an schier Unglaublichem gelernt habe, würde für drei Leben reichen. Und ich denke, das geht dir genauso. Der erste Gong scheint aus einem anderen Leben zu kommen und liegt schon so lange zurück. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, was hat den Ausschlag für dich gegeben, dass du die Welt heute als etwas völlig anderes betrachtest als damals? Was oder wer war dein Wecker? Hast du vielleicht schon immer gewusst, dass etwas nicht stimmt an dem, was man dir beigebracht hatte? Und hast du auch gleich das ganze Ausmaß der Illusion erkannt? Wenn dir Menschen begegnen, die in ihrer alten Welt gefangen sind, was denkst du dann? Wie kann man nur so blind sein? Oder der wird wohl nie aufwachen? Versuchst du, sie von deiner Realität zu überzeugen oder lässt du sie links liegen? Greifst du ihren verwirrten Wissensstand auf und versuchst, ihn zu entknoten? Ist es leicht für dich, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen? Ich vermute nein. Nun findest du diese Menschen aber überall. Sie sind deine Vorgesetzten, deine Kollegen, Menschen aus deiner eigenen Familie, der Bäcker von nebenan. Alle scheinen eine ganz andere Sprache zu sprechen als du und daran erkennst du sie ja auch so leicht. Überschüttest du sie mit deinem Wissen oder bekommen sie deine ganze Wut zu spüren, die sich eigentlich gegen dich selbst richtet? Jetzt, wo du so vieles weißt, müssten sie es doch auch sehen. Es ist doch alles so offensichtlich. Redest du so lange auf sie ein, bis sie dich für verrückt halten und auf nichts mehr hören, was du sagst? Wäre dein Leben also nicht um einiges unkomplizierter, wenn du den Wecker einfach überhört hättest? Es gab ja schon so viele, die du überhört hast, aber eines Tages hast du ja einen von ihnen gehört, und das muss einen Grund haben. Warum musst ausgerechnet du dich mit der Welt herumärgern, die nur aus Ignoranten zu bestehen scheint? Warum können nicht alle so weit sein wie du? Sind die anderen einfach zu schwache Seelen, die das, was du weißt, gar nicht ertragen könnten? Vielleicht sind sie ja viel stärker als du und ich und laufen bei ihrem Startschuss locker an uns vorbei. Wer weiß das schon? Aber egal, wie lange es noch dauern wird, bis es für diese Menschen soweit ist, eines Tages werden sie aufwachen. Ich denke, ein längerer Stromausfall würde da eine Lawine auslösen. Und dann wird es nicht immer angenehm für sie sein. Einmal kommt das Infragestellen der äußeren Welt, die sehr weit draußen liegt. Stimmt das alles, was man uns über die Planeten erzählt hat? Ich glaube, ich habe ein UFO gesehen. Es gibt noch andere Zivilisationen im Universum. Dann kommt das Infragestellen der äußeren Welt, die sich um uns herum abspielt. Die Politiker haben uns von Anfang an belogen. Die BRD ist gar kein Staat. Geheimgesellschaften spielen Katz und Maus mit uns. Und dann kommt das Infragestellen der eigenen Geschichte. Haben uns unsere Großeltern belogen? Wie war das damals wirklich? Und schlussendlich kommt das Infragestellen der eigenen Person. Stammen wir von Außerirdischen ab? Gibt es unter uns Reptiloide? Bist du vielleicht selbst einer? Das muss nicht zwingendermaßen in der Reihenfolge passieren, aber was wir alles in Frage stellen, erfordert nicht nur sehr viel Fantasie, sondern auch äußerst starke Nerven. Und du wirst nicht müde zu hinterfragen, auch wenn du weißt, dass dir die Antwort nicht gefallen wird. Dennoch tust du es, um das große, fertige Bild zu erkennen. So ist die Luft damit praktisch elektrisiert. Das schwirrt alles durch den Raum, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Zweifel. Und der Mensch, der sich noch im Tiefschlaf befindet, der hat die gleichen Symptome wie du, er weiß nur nicht warum. Er fängt das alles mit auf und kann sich gar nicht erklären, weshalb er zum Beispiel so oft krank ist. Er ist gehetzt und hat dabei noch nicht einmal eine Richtung. Du kannst ihm aber auch keine zeigen, weil du gar nicht weißt, ob es denn noch seine ist. Und in diesem blinde Kuhspiel kannst du ihn höchstens ganz sacht in die Richtung drehen. Ob er sie auch einschlägt, das liegt bei ihm. So ist also jeder auf sich selbst gestellt.
Das, was du auf der anderen Seite dafür bekommst, ist natürlich unglaublich großartig. Wenn du dich von nichts und niemandem verrückt machen lässt und auf deine innere Stimme vertraust, dann wird das das Abenteuer deines Lebens und auch der verbohrteste Ignorant wird aufwachen. In diesem Sinne sage ich mal guten Morgen, bis bald.